KSZE vom Sommer 1990 in Kopenhagen. Das klingt gut, auch wenn es sich bei den KSZE-Beschlüssen nur um Absichtserklärungen und nicht um bindendes Völkerrecht handelt. Doch was nützt die beste Absicht, wenn es die Lausitz im Südosten der DDR. Ein Gebiet, das sich von den Höhenzügen entlang der Grenze zur Tschechoslowakei nach Norden hin bis zu dem von Kanälen durchzogenen Spreewald erstreckt. Das ist die Heimat von etwa 100.000 Sorben. Sie sind die Nachfahren einiger jener westslawischen Stämme, die Tacitus als Venedi bezeichnet hatte. Doch weil in deren Siedlungsgebiet die deutsche Kolonisation besonders intensiv war, konnten sie sich im Gegensatz zu Tschechen und Polen nicht zu einer Nation entwickeln. Und so behielten sie als einzige die allgemeine Bezeichnung Venedi, Wenden. Hier im Spreewald, wo wir in Venedig Kähne das wichtigste Transportmittel sind, nennt man sie auch heute noch manchmal Wenden. Doch in ihrer Sprache bezeichnen sie sich als Serbia, Sorben. Dass diese westslawische Sprache auch heute noch von manchen Fährleuten beherrscht wird, ist nicht zuletzt auf das aktive Wirken der Domowina, dem 1912 gegründeten Bund der Lausitzer Sorben und deren Vorläufer des ersten gesamtsorbischen Vereins Maciska Serbska zurückzuführen. Es mag ein Zufall gewesen sein, dass sich dieser Verein 1845 in dem Bautzener Gasthaus Dreilinden konstituiert hat. Kein Zufall aber war es, dass die Domowina als ihr Symbol, ihr Abzeichen, drei Lindenblätter wählte. Denn die Linde ist seit alters her der Baum der Sorben. Auch wenn diese Bauernhäuser heute in einem Dorfmuseum stehen, so haben sich die Sorben doch über Jahrtausende hinweg ihre nationale Identität als slawische Volksgruppe erhalten. Gewissermaßen wie eine Insel der Linden im Meer der deutschen Sprache und Kultur. Geholfen hat ihnen dabei sicher ihre enge Verbundenheit mit der Natur und der Heimat, sorbisch Domowina. Vielleicht vertonte auch deshalb der sorbische Komponist Korla August Kocor 1860-61 den großen lyrischen Zyklus Počasi, Jahreszeiten von Andrij Seler. Winter. Für die Kinder in der Oberlausitz, inzwischen auch für die Deutschen, ist das die Zeit eines Volksbrauchs der Ptatschi Kvas, der Vogelhochzeit. Am 25. Januar stellen sie am Abend einen Teller an das Fenster. In der Nacht, so die Legende, wird er dann von den Vögeln mit süßem Gebäck gefüllt. Gewissermaßen als Dank für die Futtergaben im langen, dunklen Winter.
Wachgehalten wird unter den Sorgen, wie unter allen Bürgern der DDR, die Erinnerung an einen besonders dunklen, eisigen Winter, der keine Legende, sondern bittere, wahre Vergangenheit ist. Es war die Zeit, da man einem der Vögel, dem Adler, ein Kreuz in die Krallen gab. Ein Hakenkreuz. Und weil man in diesem Land nicht zulässt, dass der Nebel der Geschichte diese bittere, eiskalte Zeit zudeckt, kennt heute jedes Schulkind, auch in der Lausitz, Einzelheiten dieser dunklen Jahre. Es kennt vor allem jene, die versucht haben, das Eis der Gewaltherrschaft zu sprengen. Einige sorbische Antifaschisten bezahlten diesen Versuch mit ihrem Leben. So auch die Christin Maria Grollmus. Sie führte Verfolgte bei deren Flucht in die Tschechoslowakei. 1944 starb sie im Konzentrationslager Ravensbrück. Frühling. ...1945 kam er für die Sorben aus dem Osten. Und er brachte nicht nur einen neuen Aufschwung ihrer Volkstänze und Volksbräuche. Vor allem rettete er die sorbische Volksgruppe vor der Vernichtung. Denn das Hitler-Regime hatte konkrete Pläne zur Aussiedlung dieser nach seiner Meinung fremdvölkischen nationalen Minderheit ausarbeiten lassen. Der Frühling, dem dieser Tanz gewidmet ist, brachte 1945 auch die Wiedergründung der 1937 verbotenen Domowina. Und er gab den Sorben zum ersten Mal ein wahres Vaterland, wie es der sorbische Dichter Juri Brezan in einem Gedicht sagt. In diesem Frühling entstand die Deutsche Demokratische Republik, die auch der Staat der Sorben wurde. Die weiße Figur symbolisiert den Winter, dessen Macht nun gebrochen ist. Das vieltürmige, mehr als tausendjährige Bautzen, sorbisch Budischin, ist das kulturelle Zentrum der Sorben in der Oberlausitz. Hier arbeitet nicht nur der Bundesvorstand der Domowina, hier sind auch das staatliche sorbische Volkskunstensemble, das Institut für sorbische Volksforschung und eine Ausbildungsstätte für sorbische Lehrer zu Hause. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist der Petridom.
Er gehört zu den wenigen Kirchen Europas, die von zwei Konfessionen zugleich genutzt werden, und zwar schon seit 1524. Im Langhaus des Doms finden die evangelischen Gottesdienste statt, im Chorteil die katholischen. Wie überall in der Lausitz, wo Deutsch und Sorbisch als Muttersprachen gelten, sind die Straßenschilder zweisprachig. In einer der Schulen der Stadt ist Sorbisch nicht nur Unterrichtsfach, sondern Unterrichtssprache in allen Fächern. So beginnt hier eine Literaturstunde. In der Lausitz gibt es 6 solcher Schulen und weitere 66, in denen die sorbische Sprache gelehrt wird. Bücher für den sorbischen Schulunterricht werden gedruckt. Auch Zeitschriften und belletristische Bücher entstehen hier. Der Domowiner Verlag bringt jährlich 80 bis 100 Titel heraus, in sorbischer wie auch in deutscher Sprache. Ständiger Bestandteil des Verlagsprogramms sind natürlich die Werke der sorbischen Gegenwartsschriftsteller. Auch die des wohl bedeutendsten, des Nationalpreisträgers Juri Brezan. Und gedruckt wird hier auch die sorbische Tageszeitung Nova Doba, Neue Zeit. Sommer, Ernte. Verschieden das Volk, verschieden die Bräuche, sagt ein sorbisches Sprichwort. Das gilt auch für das Kukot-Fest, das Hahnrupfen. Es ist ein Erntebrauch, den es nur in der nördlichen Niederlausitz gibt. Die Burschen versuchen vom Pferde aus die Flügel, den Schwanz oder den Kopf eines Hahns zu ergreifen. Ist der Sieger ermittelt, der Reiter, der den Kopf fassen konnte, ziehen die Burschen und Mädchen mit Musik ins Gasthaus. Dort wird der Hahn versteigert. Dann beginnt der Erntetanz. Als Ursprung des Hahnrupfens gilt die alte Sitte, bei der Getreideernte im letzten Schwaden für die Schnitter einen Hahn zu verstecken. Hatten sie ihn erreicht und gefangen, durften sie ihn schlachten und verspeisen. Chelak Hoshbus, Sabska Redaktia,
Über solche Volksbräuche berichtet auch die sorbische Redaktion des staatlichen Rundfunks der DDR. Sie begannen ihre Arbeit 1953 mit 70 Minuten Sendezeit pro Woche. Heute hat sie im Programm des Regionalsenders Cottbus wöchentlich 5,5 Stunden zur Verfügung. Ja, aber bliskosti vogledame teke do Brunicovego zavoda a do Janšovskije milinarnje. Und das ist die Stadt, in der die sorbischen Radioleute arbeiten. Cottbus, sorbisch Chocibus, ist Bezirksstadt. Zentrum eines der 15 Bezirke der DDR. Im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört, wurde die Stadt wieder aufgebaut. Daran haben die Sorben tatkräftig mitgewirkt. Deutsche und Sorben leben hier wie in der ganzen Lausitz, ohne nationale Spannungen. Alle kommen gleichermaßen in den Genuss der Ergebnisse ihrer Arbeit, so wie es die erklärte Politik der DDR-Führung ist. In Chocibus zu Hause ist Juri Koch, der nach Juri Bresan international bekannteste sorbische Gegenwartsschriftsteller. Dominiert in der ehemaligen Tuchmacherstadt noch immer die Textilindustrie, so wird die Umgebung vor allem nach Süden und Osten hin, wie ein großer Teil des ganzen Bezirks, von der Kohle- und Energiewirtschaft beherrscht. Vier mit Braunkohle betriebene Großkraftwerke des Bezirkes Cottbus erzeugen 60% des DDR-Aufkommens an Elektroenergie. Sie wurden erst in den letzten Jahrzehnten gebaut. Aus sorbischen Bauern wurden Arbeiter. Und da sich das sorbische Kulturleben bisher vor allem in den dörflichen Gemeinschaften vollzog und weniger im Schatten riesiger Schornsteine, brachte das einige Sorgen. Das gilt auch für die Erschließung der großen Braunkohlevorkommen, denn Tagebaue zerreißen die Landschaft. Doch man hat Lösungen gefunden. Dort, wo die letzte Tonne Kohle aus der Erde herausgebaggert und abtransportiert wurde, hat man die Gruben zugeschüttet, Muttererde aufgetragen und bepflanzt. So wurden von 1980 bis 1985 50.000 Hektar rekultiviert. Und was die Pflege der sorbischen Kultur angeht, so gibt es heute in der Lausitz kaum einen der neuen Industriegiganten, dessen Betriebschor oder Tanzgruppe sich nicht der sorbischen Volkskunst widmet. Dafür setzen sich auch die 24 sorbischen Abgeordneten im Bezirkstag ein, über deren Wirken die sorbische Rundfunkredaktion ständig berichtet. Übrigens gibt es insgesamt 2300 sorbische Abgeordnete in den verschiedenen Volksvertretungen. Jetzt sind wir aber eingeladen in ein kleines Museum, in dem das ganze Jahr über Ostern zu sein scheint. 730 der in der sorbischen Spinnstube in Drebkau bei Cottbus gezeigten kleinen Kunstwerke wurden von den sorbischen Volkskünstlern gestaltet. In den Dörfern der Lausitz ist es nämlich seit Jahrhunderten Brauch, zu Ostern Eier zu bemalen. Andere werden gefärbt und mit einer speziellen Kratztechnik kunstvoll verziert.
Und noch eine Einladung. Nun zum Fischerfest in Lumnjo, Lübbenau. Ein Festumzug über die Wasserstraßen des Spreewalds, wie es der Tradition entspricht, auf Kähnen. Radibor, Radvor ist das Heimatdorf des sorbischen Komponisten Juri Vinar. Er hat die erste Orchesterfassung des Jahreszeitenzyklus geschaffen, der uns durch die Lausitz begleitet. Christliche Symbole gehören zum Bild einiger Dörfer. Sie sind auch in Ralbitz ein Zeichen dafür, dass es hier eine aktive katholische Gemeinde gibt. Erinnerung auch daran, dass die Kirche über Jahrhunderte hinweg fester und zeitweise auch einziger Hort und Hüter der sorbischen Sprache und Kultur war. Selbst in dem eisigen Winter des Faschismus, als die in Radibor aufgewachsene Widerstandskämpferin Maria Grolmus in der Haft zu Tode gequält wurde. Obwohl Radvor und andere Orte fast noch im Schatten der Türme von Bautzen liegen, wo damals Schergen Hitlers residierten, wurde hier sorbisch gepredigt und gesungen. Hier sind christlicher Glaube und nationale Tradition schon in ferner Vergangenheit miteinander verschmolzen. So ist Radibor heute noch eines der wenigen Dörfer, in dem man eine traditionelle sorbische Hochzeit erleben und die prächtigen Hochzeitstrachten bewundern kann. Die beiden Brautjungfern. Das Besondere an ihrer Hochzeitstracht sind die mit sorbischen Ornamenten bestickte Schürze, der Schmuck mit den alten Münzen, das weiße Brusttuch, und die rosa Bänder. Und das ist eine der beiden Mädchen, die an der Spitze des Hochzeitszuges gehen werden. Selbst die Kleinen legen die Festtracht an, sagt die Frau. Das ist kein Unterschied zu den erwachsenen Hochzeitsgästen. Natürlich sind auch der Bräutigam und seine Begleiter festlich gekleidet. Schönsten aber ist natürlich die Hauptperson, die zu uns sagt, das ist meine Brauttracht.
Zu jeder sorbischen Hochzeit gehört ein Braschka, ein Hochzeitsbitter, der nicht nur Brautfärber, sondern auch eine Art Zeremonienmeister ist. Er fordert die Braut auf, sich von ihren Eltern zu verabschieden und sich bei ihnen zu bedanken. Пожануйте вашу джоку зі знаменням крижа. Панчі, дякую, спасибо вам за ошибки. Доброго. Ти ж любий нам, а ти вісно дякую за ошибки. Доброго. Doch nicht nur unter dem Zeichen des Kreuzes kann man heute in der Lausitz eine sorbische Hochzeit erleben. Sie hat längst ihren Platz auch in den Programmen des staatlichen Ensembles für sorbische Volkskunst und anderer Volkskunstgruppen gefunden. Viele sorbische junge Paare gehen heute nur noch zum Standesamt. Doch in der DDR ist die Pflege der sorbischen Hochzeit auch ein Bestandteil des Bemühens, die sorbische Kultur zu erhalten. Auch das hat Tradition. Schon 1926 und 1927, zu jener Zeit, als die Eltern unseres Hochzeitspaares geboren wurden, brachten Kommunisten im Sächsischen Landtag dazu Gesetzesentwürfe ein. Doch erst, da auch der Radiborer Chor Neja wieder an einer öffentlichen Aufführung des Frühlingsoratoriums aus dem Zyklus Jahreszeiten mitwirken konnte, also erst nach der Befreiung vom Faschismus, konnte ein solches Gesetz beschlossen werden. Heute ist die volle Gleichberechtigung der Sorben genauso in der Verfassung der DDR verankert wie das Recht auf freie Religionsausübung. Und sie werden verwirklicht, diese Grundrechte. Auch mit dieser Hochzeit, bei der wir zu Gast waren. Die Vorfahren der Sorben glaubten, dass die Toten in der Gestalt von Vögeln weiterleben und einen entscheidenden Einfluss auf Gedeihen von Mensch und Natur ausüben. Heute vertraut man auf die Lebenden, auf deren Kraft, damit die sorbische Volksweisheit Wahrheit bleibt, die da lautet: Glück schließt gern Ehen mit der Arbeit und dem Wohlergehen. Die Vogelhochzeit, jener Volksbrauch, der in jedem Januar in der Oberlausitz begangen wird, ist für die Kinder ein kleines Stück davon.